willkommen beim KRONE TV Talk über Politik im Superwahljahr. Mein Name ist Rainer Nowak, so heißt auch diese Sendung, und wir widmen uns heute dem Thema U-Ausschüsse. Ist irgendwie für manche das größte Theaterspiel der österreichischen Innenpolitik, für manche notwendige Aufklärung, was sie bringen, was sie nicht bringen und wo wir gerade stehen, weil immerhin sind ja gerade zwei am Laufen, werden wir heute diskutieren, und zwar mit meinen Gästen, die alle einschlägige U-Ausschusserfahrung haben, also jetzt als Befrager, glaube ich, niemand als Befragter noch, Corinna Schwarzenberger von der ÖVP, David Schuckmüller von den Grünen, quasi die Regierungsvertreter, wenn man so möchte, und von der Opposition Kai-Jan Kreiner, glaube ich, der längst gediente U-Ausschüssler, wenn man das sagt, bei der U-Ausschüssler? Definitiv. Also längst gedient weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe schon einige Untersuchungsausschüsse in den Beinen oder wo auch immer man die dann hat. Und zwischen uns Christian Haffenegger von der FPÖ, danke fürs Kommen, im Nebenberuf auch noch Generalsekretär der Freiheitlichen Partei. Ja, also ich würde gerne in der ersten Runde einfach relativ offen diskutieren, wie sinnvoll die jetzt gerade sind, weil gerade diese beiden Urschüsse gab es auch zum Teil intern in den eigenen Parteien Kritik daran, an der Einsetzung, dass die jetzt so knapp vor dem Wahlkampf zu turbulent seien, kaum mehr echten Wahrheitsfindungsprofit haben, sondern mehr dem Wahlkampf und der rüden Sitten dienen. Erstens mal ist das so. Und dann, was ja noch jetzt ist neu, ist, ich glaube, es gibt ja gerade noch nie Urschüsse gegeben, wo so viele Leute beschlossen haben, nicht zu kommen. Und offensichtlich ist das relativ sanktionsfrei oder relativ leicht zu handeln. Herr Kreiner, Sie haben planen, zum Beispiel den Herrn Benko vorführen zu lassen. Wenn Sie uns den Zusehern kurz erklären, wie das geht, weil holt denn die Polizei, holt denn der Urschuss, Sie und Herr Haffenegger, wie läuft das? Das ist noch nicht vorgekommen, weil immer die Androhung der Vorführung schon gereicht hat. Mhm. In der Vergangenheit, dass dann die Auskunftspersonen kommen. Wir wollen niemanden vorführen lassen. Ich glaube, es will sich auch niemand vorführen lassen. Das macht an und für sich die Polizei. Und das hat bisher immer die Androhung der Vorführung gereicht, dass die Personen kommen. Das, was immer wieder der Fall ist bei Untersuchungsausschüssen, ist am Ende der sogenannte Zeugenschwund. Das hat man immer am Ende. Das, was bei diesem Ausschuss ein bisschen anders ist, ist, dass das Ende so schnell da ist. Normalerweise ist ein Untersuchungsausschuss ein Marathon und dieses Mal ist es eher so ein Kurzstreckenlauf. Und deswegen ist ja vom Untersuchungsausschuss, der sich KOFAG-Untersuchungsausschuss nennt und wo es um die Frage geht, werden Milliardäre besser behandelt von der Verwaltung? Der ist ja sehr kurz und sehr komprimiert auch so und sehr fokussiert, der Untersuchungsgegenstand, dass es überhaupt einen Sinn hat, in relativ kurzer Zeit Erkenntnisse zu haben. Und ja, die haben wir ausreichend. Über die werden wir auch gleich reden. Ganz kurz noch die Frage an Sie drei. Werden Sie einer, sozusagen, wie haben wir das, Vorführung, nein, Auslieferung, nein, wie heißt das jetzt bei Herrn Benko? Eine Vorführung, werden Sie dem zustimmen? Selbstverständlich, auch wenn der Untersuchungsausschuss, und das ist wirklich das Hauptproblem, dass wir bei diesen beiden Untersuchungsausschüssen haben, wobei ich nur von einem richtigen und von einem Show-Untersuchungsausschuss spreche. Aber jedenfalls, der KOFAG-Ausschuss hat das Problem, dass er eben eine sehr geringe Laufzeit hat. Und das hat sich der Herr Benko, möchte sich das offensichtlich zu Nutzen machen und versucht da jetzt irgendwie durchzutauchen. Und ich bin ja da ein Verfechter des pädagogischen Grundsatzes, unerwünschtes Verhalten darf nicht zum Erfolg führen. Und genau deswegen werden wir dem auch zustimmen. Mhm. Das war jetzt eine große Spitze, einem Urschuss, der sich den Skandalen oder mutmaßlichen Skandalen der SPÖ und der FPÖ widmen soll und sich auch zumindest jetzt bis jetzt noch brisanteren Themen widmet. Verstehen Sie die Kritik oder sind Sie jetzt froh über einen Lucky Punch, dass Sie zu einem Zeitpunkt was eingesetzt haben mit Ihren Stimmen, das eigentlich zu dem Zeitpunkt, der noch nicht absehbar war, nämlich quasi die Affäre Ott? Geheimnisaffäre. Also ich möchte vorausschicken, dass es uns auch lieber gewesen wäre, wir hätten gar keinen Untersuchungsausschuss gebraucht und wir hätten uns der sachlichen Politik und der inhaltlichen Breite gewidmet in unserer politischen Aufgabe und nicht dem gegenseitigen Anpatzen. Aus heutiger Sicht wissen wir, der KOFAG-Untersuchungsausschuss hat nicht nur am Ende des Urschusses einen Zeugenschwund, sondern es hat sich sehr durchgezogen und er ist auch von Anfang an ohne Plan abgelaufen. Jetzt probiert man quasi im letzten Moment noch im Panikmodus Auskunftspersonen zu laden und probiert quasi den Urschuss zu retten. Im Vergleich zum rot-blauen Machtmissbrauch-Urschuss hat sich aufgrund der Verhaftung von Egisto Ott doch eine neue Gemengenlage ergeben.
Und dass wir diesen Ausschuss eingesetzt haben, ist aus heutiger Sicht glücklich, damit wir eben diese Dinge, die wirklich die wesentlichen Dinge, und zwar die Sicherheit Österreichs betreffen, aufklären können. Frau Kollegin Schatzenberger, da muss ich ganz kurz dazwischen springen. Sie haben es erst auf den dritten Anhieb geschafft, überhaupt irgendwas einzubringen, was halbwegs deutsch klingt. Ja. Sie haben zuerst ein Verlangen abgefasst, ja, wo wesentliche Bestandteile gefehlt haben. Das haben Sie dann zurückgezogen, weil Sie noch nicht gewusst haben, was reinkopieren sollen dort. Ja. Dann haben Sie es noch einmal probiert und schlussendlich versuchen Sie jetzt eine Historikerkommission, die Sie da einberufen haben, zu irgendeinem ernsthaften Untersuchungsausschuss zu erklären. Und ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt gerade Ihre Analyse zum KOFAG-Untersuchungsausschuss anhöre, dann verstehe ich oft nicht, bei welchen Veranstaltungen Sie so sind. Bevor die Frau Schatzenberger auf diese Vorwürfe und Argumente antwortet, würde ich Sie gerne kurz ins Gespräch holen, ja. Nämlich mit der ganz konkreten Frage, ist es nicht bei beiden eigentlich ähnlich, dass quasi die Signer-Pleite und der Fall Benko, beziehungsweise auf der anderen Seite der Spionagefall Ott, eigentlich dafür gesorgt haben, dass diese Ausschüsse plötzlich doch von einer höheren Relevanz sind, als sie eigentlich zu erwarten war, weil quasi das Verlesen, wer von wem wie viel Geld bekommen hat im KOFAG, das kann man eigentlich auch auf der Homepage, soweit ich das verstanden habe. Ja. Und jetzt ist es doch brisanter, ja, mit den aktuellen Vorkommnissen. Ja, also für uns ist der KOFAG-Untersuchungsausschuss ein Banker-Untersuchungsausschuss. Es geht um die große Frage, können sich Milliardäre und Millionäre in Österreich quasi mit besserer Bevorzugung aus dem Finanzministerium ein besseres, also über dem Gesetz stehen, können sie sich irgendwie bevorzugt behandelt fühlen oder machen Sie Behandlungen oder kriegen Sie Wohlfühloase im Finanzministerium? Das ist die große Frage. Wir hätten den schon vor dem Sommer einsetzen wollen von grüner Seite, dass es erstmöglich diese ganze Bankuntersuchungsausschuss gibt. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, der rot-blaue Untersuchungsausschuss hat mehr zuvor gebracht, als ich mir erwartet habe. Mir ist diese Politblänkerei da gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass es hier ein Sicherheitsversagen gibt im österreichischen Sicherheitsgefüge. Wir haben das schon in letzten Untersuchungsausschüssen immer wieder gezeigt. Es gibt Ott, es gibt Weiß und es gibt noch ganz, ganz viele andere Beamte, Firmen, Unternehmen, die in diesem ganzen Umfeld von Jan Masalek mitschwimmen. Und das gehört alles aufgedeckt, das gehört alles untersucht und auf den Vordergrund gebracht. Und Benko, ja, ich finde, weil jetzt erst die eine Frage noch, die ursprüngliche Frage, ja. Der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Instrument, das dieses Parlament hat. Und dass das kein Kaffeehaus zusammensitzen ist, wo Leute zusammenkommen und gemütlich quatschen, ist klar. Die Menschen erwarten sich Aufklärung und die erwarten sich auch, dass die Auskunftspersonen, die wir Abgeordnete einladen, auch kommen und erscheinen. Und dass Benko nicht kommt, ist eine Missachtung dessen. Und es gehört sich einfach als Bürger, als Bürgerin in diesem Land, dass wenn der Untersuchungsausschuss ruft, dass man auch kommt und Frage und Antwort den Abgeordneten auch bittet. Und das hätten wir uns erwartet, das erwarten wir uns auch. Und das wird die Frage sein, ob er kommt oder nicht. Bis jetzt dabei nein. Und wir werden von grüner Seite das natürlich unterstützen. Wie gesagt, es ist keine Kaffeehaus-Sitzerei. Frau Schatzenberger, Sie merken sich, was der Herr Hafenegger gesagt hat, weil ich würde ein bisschen später zum dem Ausschuss kommen und jetzt noch kurz beim Ausschuss Benko bleiben. Ist das okay? Okay. Sie haben es gerade gesagt, Wohlfühloase für Milliardäre etc. Ja. etc. Dass bei Steuerverfahren in Österreich offensichtlich seit Jahrzehnten und immer schon, wenn es große, große Fälle waren und es offenbar um sehr viele Milliarden oder Millionen geht, die Finanzbeamten offensichtlich zum Teil Deals ausgehandelt haben, ist jetzt nicht ganz neu. Warum hat das jetzt quasi eigentlich, auch die Frage an Sie als ehemalige oder vielleicht wieder künftige Regierungspartei, ist das ja offenbar ein Modus, den es immer wieder gegeben hat und der jetzt in diesem Ausschuss quasi am Pranger steht und besonders drastisch sein könnte oder dürfte? Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist strukturelle Bevorzugung. Das heißt, dass unsere Finanzverwaltung gegenüber Milliardären nicht so gut funktioniert wie gegenüber allen anderen in diesem Land. Und das andere ist eine individuelle Bevorzugung. Das heißt, und die individuelle Bevorzugung, die haben wir ja gesehen, weil hier die ÖVP-Kabinette hier sich in Einzelsteuerfragen eingemischt haben und das jedenfalls bei Benko, bei Wolf, bei Pierer, wo wir sehen, dass die geschützt wurden, sage ich einmal, vor der Finanz und vor der Öffentlichkeit, und alle verfolgt und denunziert wurden, die irgendwie einen Beitrag leisten wollen, damit die ehrlichere Steuern zahlen. Und auf der anderen Seite sehr darauf geachtet wurde, dass die möglichst wenig Steuer zahlen. Also das sind ja Sachen, die haben wir gesehen. Das andere ist die strukturelle. Ja. Und das ist etwas, was wir nicht wussten. Also es gibt immer Erkenntnisse. Bei einem Untersuchungsausschuss ist man nachher gescheiter als vorher. Das, was wir jetzt gelernt haben, ist, dass ab 2016 es eine Taskforce gab, eine Arbeitsgruppe in der sogenannten Großbetriebsprüfung, die sich angesehen hat,
wie gut besteuern wir die Superreichen in diesem Land? Und haben sich die 30 reichsten Österreicherinnen herausgesucht und haben sich selber benotet. Das kommt daher, weil es so eine internationale Kooperation gab und die haben gesagt, Österreich ist ganz schlecht beim Besteuern der Superreichen. Wir reden hier von das sind alles nur Milliardäre, die 30 reichsten Österreicherinnen. Und das Ergebnis war, dass weniger als ein Drittel eine positive Note hatte und mehr als zwei Drittel haben sie sich selber eine negative Note gegeben. Die Finanz selbst. Und hat auch gesagt, was müssen wir ändern an unserer Struktur, an unseren Ressourcen, an unserem Personal, an unserer Ausbildung, damit wir die Superreichen überhaupt ordentlich besteuern können. Und diese Berichte, da hat es drei gegeben, die sind dann irgendwo tiefgekühlt worden im Ministerium und von dem ist eigentlich so gut wie nichts umgesetzt. Und das ist ein strukturelles Problem und das andere ist diese individuelle Helfer der Reichen, würde ich es jetzt einmal nennen. Genau, aber das wird aufgedeckt werden, nehme ich an, und ist ja auch zum Teil schon publiziert und öffentlich. Und was ich jetzt aber eher gemeint habe, ist, dass es offenbar den Usus gibt, und zwar jetzt nicht nur bei den Milliardären, sondern bis weiter runter zu KMUs, wenn jemand quasi ein Steuerproblem hat, ja, und also sprich die Steuer entweder nicht zahlen kann oder will oder wie auch immer, ja, dass es da offenbar Verhandlungen gibt. Dass es Stundungen gibt bei Sachverhalten. Genau. Manche aber das ist okay, das wollte ich jetzt nur raushören, ob der Teil okay ist. Also wenn wir von den 20 reichsten Milliardären im Land, ich glaube, da kann man uns darauf einigen, wenn es da Steuerprobleme gibt, okay. Na, wenn aber die Finanz selber sagt, genau. Von den 30, nur bei 8 schauen wir wirklich gut hin. Bei einem mittelmäßig, bei allen anderen schlecht oder gar nicht. Das sagt die Finanz über sich selbst. Dann ist Feuer am Dach. Mhm. Wenn zwei Drittel oder da kommt heraus, dass über 70% der Stiftungen, und Stiftungen ist jetzt nichts, was Otto Normalverbraucher hat, sondern die SPÖ hat meine gehabt, ne? Sondern das sind ja, entschuldige, Stiftungen sind Instrumente für die Superreichen. Ja, Parteien. Und wie die SPÖ. Also ich könnte so wenn die Finanz selber sagt, wir haben jetzt angeschaut, dass wir über 70% der Stiftungen in den letzten 21 Jahren nie angeschaut haben, dann weiß ich, es funktioniert etwas nicht an der Verwaltung. Und wenn dann dieselbe Verwaltung sagt, hey, wir brauchen eigentlich nur 16 Leute. Und die 16 Leute, mit denen können wir alle Stiftungen kontrollieren, dann sage ich als SPÖ, wo sind die 16 Leute? Aber ich glaube, da braucht es tatsächlich eine Änderung im Stiftungsrecht generell. Aus auch anderen Gründen, wie zum Beispiel, dass Stiftungen immer falsche Sachen anlegen muss. Man kann diskutieren, aber dass die Kontrolle nicht funktioniert. Ja, das ist das Erkenntnis aus dem Gesetz. Und sogar auf der anderen Seite ist... Und auch der Kleine. Auch noch aber für mich ist die Frage, das liegt doch in den Regierungsbüros seit 2018, dieser Bericht, und das ist nicht umgesetzt. Ich muss da entschieden widersprechen. Das Einzige, was der KOFAG-Untersuchungsausschuss bisher auch zutage gebracht hat, ist, dass die Finanzverwaltung in Österreich funktioniert. Und in diesen Geschichten, ich weiß nicht, ob eine Stundung eine unsachgemäße Andersbehandlung darstellt, über das kann man diskutieren, was die Summen dann betrifft. Aber was tatsächlich gezeigt wurde, ist, dass in all diesen Fällen, die wir jetzt schon auf und ab diskutiert haben, sei es die Steuerkasa Wolf, sei es die Geschichte Benko, die Finanzverwaltung intern sich berichtigt hat, sei es in der Benko-Geschichte, in der Betriebsprüfung, wo die Betriebsprüfung selbst draufgekommen ist, was den Vorsteuerbescheid betrifft, diesen zu berichtigen. In der Causa Wolf, die interne Revision funktioniert hat. Das heißt, es war kein Politiker, es waren auch nicht die Medien, die draufgekommen sind, dass irgendwas nicht passt, sondern es war die Finanz selbst, die draufgekommen ist, berechtigterweise in einem zweiten Kontrollschritt diese Dinge zu berichtigen. Als die ÖVP und zur Causa in der Regierung Benko, war, kurzfristig dass Herr Benko stimmt das, aber nur weil die ÖVP nicht in der Regierung war. Untersuchungsausschuss und somit auch das Parlament missachtet, das ist zu verurteilen. Und auch wir schließen uns jeglichen Maßnahmen an, Herrn Benko auch vor den Untersuchungsausschuss zu schaffen. Mhm. Kurze Frage zu KOFAG. Was schon immer wieder auffällt, ist, dass jetzt die Kritik ja groß ist, wie gießkannenhaft dieses Geld damals verteilt worden ist. Ich kann mich aber, so lange ist das nicht her, schon auch ganz gut daran erinnern, dass auch von Seiten der Opposition, auch den heute leider nicht anwesenden NEOS, der Tisch ist zu klein, auch der NEOS ganz scharfe Kritik geübt worden ist, dass es nicht wie in der Schweiz funktioniert, dass einfach sofort alle Geld überwiesen bekommen, sondern dass das dauert und bürokratisch etc. etc. Dann hat man den KOFAG gewählt über das Finanzressort mit einer eigenen Gesellschaft und dann kam jetzt raus, was rausgekommen ist, kann man ja auch auf der Seite nachlesen. Und jetzt findet man das aber auch sehr schlecht und hat das Gefühl, dass eigentlich da Geld verschwendet worden ist, zum Teil für die Falschen, wie Sie sagen.
Schauen Sie noch, da muss man ein bisschen früher anfangen. Also erstens einmal waren wir Freiheitliche ja bekanntermaßen immer der Meinung, dass die Maßnahmen der Regierung in der Corona-Zeit vollkommen überzogen waren. Jetzt muss man die nächste Frage stellen, was ist das Geld, das in der KOFAG eigentlich drinnen ist? Das ist nichts anderes als das Schadenersatzgeld, das zur Verfügung gestellt worden ist für den Schaden, den die ÖVP gemeinsam mit den Grünen in der österreichischen Wirtschaft angerichtet haben. Fast 16 Milliarden Euro. Da werden noch kommende Generationen daran zu arbeiten haben, das wieder abzutragen. So, also der Schadenersatz wurde ausbezahlt. Jetzt stellen wir die erste Frage, warum muss ich eine derartige Konstruktion wählen? Und das mache ich aus meiner Sicht, wenn ich mir die beiden Regierungsparteien anschaue, die ja gut profitiert haben, beide haben einen Geschäftsführer dort hineingesetzt, der gut dotiert gewesen ist. Das mache ich nur dann, wenn ich irgendetwas in eine gewisse Bahn lenken möchte. Und das unterstelle ich den Regierungsparteien in dem Zusammenhang auch, denn ganz offensichtlich hat man nicht die Finanzämter und die vorhandene Struktur dafür genützt, das zu machen. Man hat ganz bewusst den Weg gewählt, eine KOFAG zu gründen, sie der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen. Das Hauptproblem, das wir jetzt haben. Und jetzt kommt ja eh alles nach der Reihe rein, was wir da sehen. Auf der einen Seite sind Sie verantwortlich für eine Insolvenzwelle. Warum? Weil die KOFAG-Gelder noch nicht restlos ausbezahlt sind, weil es wirklich hunderte Firmen gibt, die darauf warten. Das liegt daran, dass sich der Herr Brunner, der Finanzminister und der Vizekanzler Kogler in dem Zusammenhang nicht einigen können. Bis zum heutigen Tag nicht. Sie können jeden Tag in der Zeitung nachlesen, welche Betriebe gerade in Konkurs gehen, weil das Problem da ist. Das ist mal das eine. Das andere ist auch hochinteressant. Ich meine, gerade jetzt in der Kronenzeitung auch berichtet, da gibt es einen ÖVP-Politiker, der auch Beirat in diesem KOFAG, in dieser KOFAG gewesen ist, der Herr Ottenschläger. Der ist an einem Unternehmen beteiligt, das hat die ganze Zeit nur Minus gemacht. Da hat es eine einzige Phase gegeben in der ganzen Existenz des Unternehmens, wo er Plus gemacht hat, und das war, wie die KOFAG-Gelder geflossen sind. Und ganz ehrlich, wir haben uns das ja genauer angeschaut und werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch einige andere ÖVP-Politiker vor den Vorhang holen, die Ähnliches gemacht haben und veranlasst haben. Und da bin ich dann schon einmal gespannt, ob es nicht auch hier wie in der Finanzverwaltung so ist, dass manche gleich und andere gleicher sind. Der Herr Ottenschläger, muss man dazu sagen, der heute natürlich auch nicht eingeladen ist, weil er nicht zu dem Thema quasi jetzt der Spezialist ist, aber zu seiner kleinen Ehrenrettung sage ich, hält Anteile, glaube ich, an einer Fruchtsaftpartie, und die Hauptfiliale, das Hauptgeschäft, das sie haben, ist am Flughafen, und der war zu. Das nur zum Thema. Er hat nie ein Plus geschrieben, außer in der Corona-Zeit. So, nur jetzt haben wir eine kurze Pause. Aber beteiligt ist trotzdem mit 10%. Diskutieren nachher weiter, nämlich Ihre Replik, und wir gehen dann aber auch noch in die Spionage. Vielen Dank. Wir sind wieder da, Frau Abgeordnete. Jetzt kommen wir zum anderen im Ausschuss, nämlich der von Ihnen eingesetzte. Da hat es am Anfang, wir erinnern uns noch, jetzt ein bisschen heftige Wortmeldungen gegeben vom Herrn Hafenecker, dass der überhaupt nichts bringt und eine reine Show ist. So sinngemäß war das? Passt ja, das? Weil die sehr kurz. ÖVP nicht in der Lage war, das überhaupt in einen richtigen Antrag zu fassen. Genau. So, und jetzt haben Sie aber den Fall Ott. Also wie ist das jetzt irgendwie Glückstreffer? Na, offenbar war es doch sehr erfolgreich, unser Untersuchungsausschuss, die Einsetzung. Ich bin jetzt im dritten Untersuchungsausschuss und ich habe noch nie eine Auskunftsperson so nervös gesehen wie den Herbert Kickl, der kaum ruhig sitzen bleiben konnte. Und ich verstehe natürlich auch die Nervosität aufgrund der Aktenlage. Wir haben durch diesen rot-blauen Machtmissbrauch-U-Ausschuss die Strache-Chats erhalten und wir sind alle erstaunt, was da drinnen steht. Und es geht um die Sicherheit Österreichs, und diese Dinge aufzuklären ist sehr, sehr wesentlich. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Geschichte der Gagen. Jemand, der ständig über das System schimpft, aber sein Lebtag lang eigentlich vom System lebt, ja, auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, es passt für mich nicht ganz zusammen. Ja. Und die dritte Geschichte ist natürlich die ganze Causa Ideenschmiede, wo wir noch sehr genau aufzuklären haben, wie denn Herbert Kickl in dieser Ideenschmiede-Geschichte beteiligt war. Er sagt dann, er hat diese Treuhandverträge mündlich gekündigt, müssen wir rechtlich darüber sprechen. Ja, er hat auch unter Wahrheitspflicht eine halbe Stunde überlegen müssen, ob er den Herrn Jennewein kennt, also seinen Parteikollegen, sind sie mir nicht besser. So das was er unter Wahrheitspflicht gesagt hat und was die Aktenlage hergibt, ist zwei Möglichkeiten. Entweder Herbert Kickl hat Österreich an Russland verraten, Möglichkeit A, oder Möglichkeit B, Herbert Kickl war als Innenminister dermaßen unfähig, ein Ressort zu führen und hat tatsächlich den Herrn Ott nicht gekannt und hat tatsächlich nichts gewusst. Beide Dinge sind fatal. Fatal ist dann zusätzlich noch, dass er das im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht gesagt hat. Und ob er eine falsche Aussage vor dem U-Ausschuss gemacht hat oder nicht, das wird sich auch noch herausstellen. Wir laden ihn noch einmal und okay. Er kommt noch einmal in den U-Ausschuss. Aber Anzeige ist ein gutes Stichwort. War er nervös?
Nein, also ich weiß nicht, wo die Frau Kollegin gesessen ist und wie sie direkt das betrachtet hat. Also ja, aber Frau Kollegin, Sie sind ja im Untersuchungsausschuss sehr nervös vorgekommen, weil, wissen Sie, es ist leider so, dass die ÖVP nach wie vor die Videoübertragungen verhindert. Deswegen kann man solche Märchengeschichten auch erzählen. Ja. Aber was sich die Frau Kollegin Schatzenberger im letzten Untersuchungsausschuss geleistet hat, wird auch ein Nachspiel haben. Denn sie hat nämlich sich nicht entblödet, einen teilweisen Zeitungsartikel vorzulegen, als Beweisschuss, als Beweismittel, einen Screenshot, wo sie insinuiert hat, ja, dass die FPÖ über das Innenministerium Kinderpornografie finanziert hätte. Ja. Es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Screenshot aus dem Standard gewesen ist, wo ein erklärender Text dabei gestanden ist. Hat die ÖVP wohl, weiß ich, die Kollegin Schatzenberger selbst, die Juristin ist, weglassen. Und jetzt bin ich einmal gespannt, Frau Kollegin, wie Sie mit Ihrer politischen Verantwortung umgehen. Und ich habe Sie dann kreidebleich da drinnen sitzen gesehen, wie wir über das Thema Beweismittelfälschung gesprochen haben. Vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Märchengeschichten. Ich versuche das kurz zu machen. Ja. Also fassen wir zusammen, der Fall Ott. Die ÖVP hat es offenbar immer schon gewusst. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum hat der Herr Ott unter der Frau Mikl-Eisen und unter dem Herrn Sobotka Karriere gemacht? Also offenbar haben sie es nicht gewusst. Die ÖVP sitzt seit 24 Jahren in diesem Innenministerium, also 24 Jahre mit Ausnahme von 18 Monaten, wo Herbert Kickl da drinnen gesessen ist. Die Struktur, die da drinnen zurechtgezimmert worden ist, um der Spionagetür und Tor zu öffnen, das haben Sie verantwortet. Der Herr Ott kommt grundsätzlich von der SPÖ, zumindest war er dort einmal Parteimitglied. Und Herr Kollege Stöckmüller, auch an Sie eine Frage. Ich meine, jetzt wissen wir, mit wem der Herr Ott alle gesprochen hat. Also offenbar mit dem Hans-Jörg Genewein, offenbar mit dem Helmut Brandstätter, sehr interessant, die Neos, die sich mehr oder weniger durch Haselsteiner Geld finanzieren, das offenbar in Russland gemacht worden ist, da fragt keiner nach. Auch wenn der Brandstätter zweimal mit dem Ott gesprochen hat, ist das überhaupt kein Thema, alles egal. Und auch der Herr Pilz, ne, wo ja Ihre Justizministerin mehr oder weniger die Aktenträgerin der letzten GP gewesen ist, vom Herrn Pilz, die sitzt jetzt im Ministerium. Jetzt möchte ich mal wissen, inwieweit hat auch die Frau Sadic Kenntnis von den Kontakten zum Herrn Ott oder vielleicht auch selbst Kontakt mit ihm gehabt, wie weit reicht der lange Arm des Herrn Putin auch ins Justizministerium hinein? Also lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf und ich glaube, Kollege, das ist ein Problem, das wir alle diskutieren sollten. Du weißt selbst, dass ich seit dem ersten Untersuchungsausschuss die Causa Ott in den Untersuchungsausschuss gebracht habe. Ich habe das immer wieder angesprochen. Und es gibt für mich zwei Personen, die was wesentlich sind in dieser Causa und die betrifft die FPÖ. Die erste Person ist der Hans-Jörg Genewein und die zweite Person ist der Gudenus. Die alle stehen mit Stermann in Kontakt und mit Jan Masarek. Wo ist der Herr Stermann her? Und der Herr Stermann, das weiß ich nicht, woher ist. Von der Frau Schatzenberger, fragen Sie mal nach. Diese Parteigeplänke. Ja, woher sonst? Nein, das zeugt von dem Rat der Verzweiflung. Nein, euer Partei. Na, wo ist er denn her? Aber bitte zuhören. Euer Rundgeschläge über diese Parteien und wer ist jetzt irgendwie irgendwas. Faktum ist, ein Ott, ein Weiß haben diese Republik verkauft. Sie stehen in Kontakt mit Gudenus. Wo ist denn der Weiß jetzt? Mit Gudenus und mit Hans-Jörg Genewein. Die stehen in Kontakt. Das jetzt dann einfach zu sagen, die FPÖ-Spitze hat nichts gewusst. Hans-Jörg Genewein, also der Gudenus ist ein Strache-Anhänger, das wissen wir seit dem Ibiza-Video, wo sie gemeinsam in Ibiza waren. Und der Hans-Jörg Genewein, Sicherheitssprecher, ist quasi unter Kickl ein bester Vertrauter von Herbert Kickl. Dass die alle nichts gewusst haben untereinander. Der Ott hat Anfragen für den Parlamentsclub geschickt. Warum sind Untersuchungsausschussunterlagen bei Ott in der Hausdurchsuchung vorgefunden worden? Warum war da Unterlagen mit Faximile von der FPÖ bei Ott zu Hause? Aus dem Untersuchungsausschuss aus Ibiza. Klären wir das einmal. Wie kann das sein? Hast du quasi ihm das zugeschickt und sagt, bitte schreib die Anfrage noch nebenbei, schickst bitte den Hans-Jörg Genewein, der was auch noch Mitarbeiter bei dir im Club war. Das ist, Kollege Stöckmüller, wir haben Gott sei Dank nicht die Möglichkeiten, Redaktionsstuben in Österreich zu durchsuchen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele grüne Faximile in irgendwelchen Redaktionen liegen. Und daher, ich schicke es nicht an russische Spionen und das ist der Faktum. Denn zu vertun, dass er hat ja Tafelumhängen gehabt, das ist, wenn das so gewesen wäre. Dass er russischer Spion ist, jetzt im Untersuchungsausschuss. Warum hat denn dann die ÖVP bis 2020 im Polizeidienst arbeiten lassen? Ganz kurz, das kommt ganz ehrlich. Keiner mehr. Der Faktum ist, ihr seid der verlängerte Arm von Russland gewesen in der gesamten Causa. Immer noch. Der Vertrag von Russland ist bis heute noch nicht gekündigt. Ihr habt das immer nicht offen. Das wird der ÖVP zurückkommen wie ein Bumerang. Alles, was in dieser Russland-Causa zu diskutieren ist, ist in erster Linie innerhalb der ÖVP zu diskutieren. Der Herr Schüssel hat einen gut dotierten Job. Der Herr Schelling hat für Gasprom operiert. Es geht mir einfach auf die Nerven. Man kann da nicht einfach so am Thema vorbei diskutieren. Du bist so nervös, und jetzt ist er so stumm. Das geht nicht, bitte. Aber singen kann man gemeinsam reden, immer nur einer. Deswegen bin ich jetzt so stumm gewesen, weil da haben schon genug herumgeschrien, da muss ich nicht noch dabei sein. Zur Frage Ott, total spannende Frage, habe natürlich auch eine Meinung, weiß auch relativ viel davon, weil ich ja im BVT-U-Ausschuss war und deswegen ja schon seit Jahren
diese Causa kenne. Man muss aber gleich dazu sagen, dass die Verfahrensrichterin keine einzige Frage zugelassen hat, weil das halt nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Es ist nicht alles, was interessant ist, Teil einer Untersuchung. Insofern war das kein Glückstreffer von der ÖVP, sondern sie versucht, das jetzt dort reinzuziehen, wo es aber einfach nicht reinpasst. Zum Inhaltlichen sehe ich das relativ, muss man das ernst nehmen, weil der Verdacht, der jetzt im Raum steht, ist, dass es einen Spionagering gab, wo der Herr Ott, der Herr Masalek und jedenfalls der Herr Weiß und der Herr Heidinger, die drei davon haben im BVT gearbeitet,